Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will nur einmal kurz auf die Argumente eingehen, die hier vorgetragen worden sind. Zunächst zu den Argumenten des Ministerpräsidenten. Er hat das Argument wiederholt, dass wenn 272, glaube ich, Unternehmen hier Insolvenz angemeldet haben, ob wir da überall mit staatlichen Beteiligungen hätten intervenieren müssen. Ich will nur klarstellen, dass niemand das verlangt hat, dass das natürlich völlig absurd wäre und dass das keine neue Diskussion ist. Dieselbe Diskussion hatten wir, als wir Saarstahl gerettet haben. Viele Betriebsräte sind damals zu mir gekommen und haben gesagt, wir haben ähnliche Probleme, bei uns intervenierst du nicht. Ich musste denen sagen, es geht nur um Schlüsselunternehmen, wir können nicht bei jedem Unternehmen intervenieren. Ich will das nur klarstellen, dann können wir das ja wenigstens abräumen. Jetzt kann man sagen, bei 2000 bzw. 1000 Beschäftigten ist das eine andere Situation. Dann muss man aber sehen, dass hier eine besondere Situation war. Keines der 272 Unternehmen, so hoffe ich, hatte einen Privat-Anteilseigner, der einmalig systematisch die Arbeitsplätze vernichtet und zerstört hat. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, den kann eine verantwortliche Landesregierung nicht zusehen. Und ich bleibe dabei. Das kann sie nicht tun, man kann das anders sehen. Man muss jede Möglichkeit der Intervention nutzen. Das wollte ich nur einmal klargestellt. Es war ja ein ganz besonderer, einmaliger Fall. In dieser Schamlosigkeit, in dieser Brutalität habe ich das in meiner jahrzehntelangen Praxis noch nicht erlebt. Jetzt haben Sie generell die staatliche Beteiligung noch einmal zurückgewiesen oder staatliches Engagement. Das ist unmodern. Das ist unmodern deshalb, weil beispielsweise Airbus, das kennen Sie, es in dieser Form gar nicht gäbe, wenn Franz Josef Strauß, ich will mal einen Heiligen Ihrer Parteigruppe nennen, so gedacht hätte. Er hatte erkannt, dass es Unternehmen gibt, wo man mit staatlichen Initiativen starten muss, auch mit staatlichem Geld starten muss, um sie überhaupt in Gang zu setzen. Und wenn sich die umfangreiche Literatur, das sage ich einmal, ansehen, die es gibt eben zur Aufbau der Internetindustrie in den Vereinigten Staaten, dann werden Sie darauf stoßen, dass eben die meisten Erfindungen durch staatliche Gelder in Gang gesetzt worden sind. Das war zwar überwiegend der Verteidigungsetat, nicht, dass mir irgendjemand jetzt kommt und sagt, bist du auch dafür, aber es waren staatliche Gelder und das sollten Sie vielleicht einmal zum Nachdenken bringen, ehe Sie, was auch nie immer Position der CDU war, ich will Ihnen gerne dann die Programme vorlesen, ehe Sie eben pauschal staatliche Interventionen in wirtschaftliche Bereiche zurückweisen. Ich hätte nicht gedacht, dass hier, wie gesagt, bei Saarberg und bei Saarstahl eine solche Front sich aufbaut, die sagt, staatliche Beteiligung ist per se zu verurteilen. Der Geschichte unseres Landes entspricht das zumindest nicht. Ich will aber auch dem Kollegen Hecker noch eine Antwort geben, der hier einen sachlichen Beitrag gehalten hat. Sie haben gesagt, eine Beteiligung hätte das nicht verhindert. Das ist Ihre Position, ich respektiere die. Wir haben eine ganz andere. Wenn jemand dort gesessen hätte für die Interessen des Landes, dann hätte er gesehen, dass diese Preisgestaltung systematisch die Kunden vertreibt. Und er hätte intervenieren müssen. Das ist ein ganz entscheidendes Argument. Vielleicht denken Sie mal darüber nach. Und ich habe ja festgestellt, dass Sie zumindest teilweise die Argumente ernst genommen haben. Ich habe nämlich, Entschuldigung, im Ausschuss dem Wirtschaftsstaatssekretär Barke die Frage gestellt, wer hat denn eigentlich mit VW verhandelt, um den Kunden zu halten? Und seine Antwort war die IG Metall. Er hat gesagt, wir haben das der IG Metall überlassen. Ich habe dann gesagt, Sie müssen wissen, die IG Metall vertritt die Interessen jedes Standpunktes. Sie können Standortes. Sie können eine solche Verhandlung nicht der IG Metall überlassen. Das war ein entscheidender Fehler. Und das hier noch einmal zu sagen, man hat ja aus dem Fehler gelernt, indem man jetzt nach, wo war es, Detroit gefahren ist und dort verhandelt hat. Das habe ich begrüßt. Nur waren die Chancen, über VW, bei VW etwas zu erreichen und dort direkt zu verhandeln, angesichts der Beteiligung des Landes Niedersachsen und der Struktur der IG Metall weitaus größer als in Detroit. In Detroit, Herr Kollege, ist es nicht sehr beeindruckend, wenn ein saarländischer Politiker, egal wer es ist, kommt und vorspricht. Ich will das nur noch einmal sagen. Und an Ihre Adresse, Herr Kollege Funk, keiner hat hier verlangt, chinesische Wirtschaft einzuführen. Ich habe Sie auf zwei Betriebe hingewiesen, die nur deshalb leben, weil man nicht vorurteilsbeladen war und chinesische staatliche Beteiligung zurückgewiesen hat. Und ich frage mich, wie die Kolleginnen und Kollegen hier empfinden, wenn sie von unserer sozialen Marktwirtschaft sprechen.
Unsere soziale Marktwirtschaft ist nur dann sozial, wenn man dem Gewinnstreben einzelner Grenzen setzt. Und was hier gelaufen ist, ist, dass man dem Gewinnstreben irgendwelcher verantwortungsloser Ganoven keine Grenzen gesetzt hat. Und das bedauere ich nach wie vor. Und daraus sollte man ableiten, dass man das in Zukunft tun muss. Musik